Heute möchte ich euch zwei Mangas vorstellen, die ich in letzter Zeit gelesen habe. Dabei handelt es sich um einen super guten Manga aus meiner Sicht und einen, der mich überhaupt nicht fesseln konnte. Und ich finde, gerade bei Mangas macht sich das ganz gut immer als Videorezension und dann kann ich auch ein bisschen was von drinnen zeigen und was mich nun an dem einen eher gestört hat und was an dem anderen mich sehr begeistert hat. Und ich würde sagen, wir fangen an mit dem, der mich nicht so begeistern konnte. Da haben wir hier Liebe braucht keine Worte von Nase Yamato. Also ob das jetzt richtig ausgesprochen ist, weiß ich nicht. Das ist ein Yaoi-Manga und kostet 6,95 Euro von Panini Manga und ja, ist ab 16. Es handelt hier sich um diese beiden Personen hauptsächlich. Das eine ist ein Besitzer eines Restaurants, der wesentlich älter ist als dieser noch eher jugendlich wirkende Charakter. Dieser jugendlich wirkende Charakter hat auch bei ihm als Kochlehrling angefangen. Und ja, da haben sie sich eigentlich bei kennengelernt. Die Väter kannten sich vorher schon. Und ja, als dann der Vater von ihm starb, hat der ihn so ein bisschen hier unter die Fittiche genommen. Und ja, bei dem Besitzer des Restaurants sind aber immer mehr Gefühle entstanden, die der Jüngere gar nicht richtig verstehen konnte. Und warum, weiß man am Anfang nicht, aber auf jeden Fall haben sich die Wege dann getrennt von den beiden und er arbeitet jetzt in einem anderen Restaurant. Und sie laufen sich aber immer wieder über den Weg und der Ältere macht dem Jüngeren dann doch immer wieder Avancen. Und ja, die eben der Jüngere immer wieder abwehrt und ja, so zieht sich das im Prinzip über das ganze Buch hin. Und ja, das hat mich irgendwie gelangweilt, muss ich sagen. Also es ist wirklich, man spürt da gar nichts zwischen den beiden. Gut, er, der jetzt da seit Jahren eben ja, so eine Art Faszination wahrscheinlich für den Jüngeren entwickelt hat. Und aber der Jüngere, der macht überhaupt keine Anstalten, als wenn von seiner Seite irgendwelche Gefühle entstehen würden, als wenn er überhaupt keine Ahnung davon hat, was das nur eigentlich bedeutet und ja, wie sie denn nachher zusammenkommen oder wie auch nicht, das entscheidet sich dann so im letzten Drittel und ach, das ist einfach ein Hin und Her gewesen. Und ja, es spielen natürlich noch andere Charaktere eine Rolle, zum Beispiel die Leute, die bei ihm dann hier im Restaurant mitarbeiten, die sich dann natürlich auch ein bisschen einmischen in die ganze Geschichte. Ja, das ist eigentlich so von der Handlung. Vom Zeichenstil hat es mir eigentlich ganz gut gefallen. Ja, wir haben hier am Anfang nochmal eine Farbseite. Ist eben auch als Serie ausgelegt, aber ich werde es eben nicht weiter verfolgen. Ja, und hier sieht man jetzt halt mal so den Stil. Also der gefällt mir an sich wirklich sehr. Das soll jetzt übrigens dieser Jüngere hier sein. Und hier nochmal eine andere Seite. Das Problem ist hier auch wieder, dass sich die Charaktere doch ziemlich ähnlich sahen, zumindest die blonden Charaktere zum Beispiel, konnte ich manchmal nicht so ganz auseinanderhalten. Da arbeiten dann zwei Blonde in dem Restaurant von dem Jüngeren hier. Es war ein bisschen schwierig auseinanderzuhalten. Ja, also wie gesagt, ich fand es jetzt wirklich nicht wirklich prickelnd. Es hat von mir nur 2 Sterne bekommen und ich werde die Reihe auf jeden Fall nicht weiter verfolgen. Die Einschätzung ab 16 fand ich in Ordnung. Also hier passiert wirklich nur am Ende des Buches was und das ist auch wirklich jetzt nichts Explizites, sag ich mal. Kommen wir nun zu dem, was mich wirklich umgehauen hat und nach dem Beenden von dem Band habe ich mir auch sofort Band 2 bestellt. Hatte ich hier bei irgendjemanden auf YouTube entdeckt. Und das ist natürlich eine andere Preisklasse. Also wie gesagt, der Band hat ja hier 6,95 € gekostet. Hierfür muss man eben 14 Euro hinblättern. Wenn man aber jetzt schon mal den Umfang gegeneinander sieht, ja, macht man das schon mal dicke wieder raus. Und es ist auch von der Höhe her ein deutlicher Unterschied. Ich weiß nicht, so sieht man es ja besser. Ja,
Und nicht nur das, es ist auch aus meiner Sicht her die interessantere Story, die besseren Zeichnungen, durchdachter, witziger und so weiter. Es geht hier um diesen jungen Mann, der sich in eine Frau verliebt, die dann als Polizistin in ein anderes Gebiet geht, sage ich mal. Und er sie im Prinzip immer noch ein bisschen so anhimmelt, sage ich mal, und ihr hinterherreist. Ist aber nichts. Er hat keinen richtigen Schulabschluss, er hat keine Ausbildung, er hat gar nichts. Und sie ist halt als Polizistin dann dort tätig. Und er kann ihr da halt überhaupt nichts bieten, fängt auch erstmal an, irgendwelche Lügengeschichten zu erzählen, die sie aber auch relativ gleich durchschaut und er das auch weiß. Und naja, dann zieht er sich halt zurück, weiß nicht mehr, was er machen soll, und auf eine bestimmte Art und Weise kommt er dann in die Mafia-Kreise und wird von einer, ja, sag ich mal, Gang, wird er denn der Boss. Und aber, also es ist irgendwie, also ich will jetzt hier nicht irgendwie eine Tiefe reindichten, aber also er macht eine Entwicklung durch. Es wird eben versucht, das so darzustellen, als wenn diese Gang halt sich wirklich Gedanken darüber macht, was eine Gang ist und für was sie einstehen wollen und so weiter. Also es geht hauptsächlich von ihm aus nachher, aber die anderen ziehen halt mit. Und ja, er ist dann, am Ende wirkt es so ein bisschen wie so ein moderner Robin Hood, sage ich mal, aber nicht ganz so idealistisch, sage ich jetzt mal. Auf jeden Fall erhält man hier wirklich viel Story und es ist ein ganz merkwürdiger Mix. Also das wird sicher nicht für jeden was sein, es ist sehr actionlastig. Es sind auch sehr explizite Szenen drin, sehr blutige Szenen drin und es sind auch Vergewaltigungsszenen drin. Also man sieht nicht direkt den Akt gezeichnet, aber durch Bilder wird eben klar gemacht, was gerade passiert ist oder was gleich passieren wird. Und ja, ich finde es eigentlich geschickt gemacht, dass man eben das nicht wirklich so plump darstellt. Für schwache Gemüter ist es trotzdem nichts, würde ich sagen. Und ja, wie gesagt, Action, explizite Szenen. Und man hat eben wirklich das Gefühl, man verfolgt eine Story, also nicht einfach nur dieses Hin und Her, wie jetzt bei dem ersten Manga, nur eine Liebesgeschichte, sondern hier geht es eben wirklich um ein bisschen mehr. Was aber noch wirklich der absolute Ausschlagpunkt ist, dass ich wirklich sage, es ist diese 14 Euro wert, ist einfach der Zeichenstil und die ganze Aufmachung. Also man hat hier zum Beispiel Farbseiten drin, also die mich schon total geflasht haben. Also das alleine schon hier finde ich einfach genial. Und das zieht sie, ist jetzt nicht nur am Anfang, also dann wird es so ein bisschen blasser, sieht man ja, dann geht es über in, ja, es ist jetzt gerade der Anfang, da sind ein paar mehr Farbseiten und dann geht es halt über in den normalen Schwarz-Weiß-Stil. Aber es sind hier eben drinne immer noch mal solche Farbseiten zu finden. Ja, die hier finde ich zum Beispiel auch sehr schön. Ja, ansonsten ist der Stil, ich versuche mal, ja, hier sieht man zum Beispiel so diese Action-Szenen. Trotzdem finde ich es immer noch, man kann eben wirklich erkennen, was es ist. Ich bin ja bei Mangas da sehr wählerisch, mag das überhaupt nicht, wenn das so hektisch wirkt in den Bildern und man nichts mehr erkennen kann. Hier kann man das immer noch nachvollziehen. Und wie ich vorhin gesagt habe, es ist eine sehr merkwürdige Mischung. Also man hat hier dann nicht einen reinen Action-Manga, sondern es wird auch unheimlich viel Humor eingebaut. Also wer damit umgehen kann, dass auch Gewaltszenen hier als Humor mit umgesetzt werden, der wird hier wirklich seine Freude haben. Ja, es wird unheimlich viel über so ein bisschen auch Comic-Style gemacht und ja. Aber was auch noch hervorzuheben ist, sind diese Gesichtsmimiken. Ich versuche mal noch einen. Also hier wieder nochmal so Comic dazwischen. Ja, oder hier.
Aber also wenn man alleine dieses hier zum Beispiel sieht, ja, also die Emotionen, die dargestellt werden, finde ich, die kommen richtig gut rüber. Einzige Problem, was ich wieder hatte, war nicht bei den Männern, die waren sehr gut zu unterscheiden, aber die Frauen waren wieder alles ein Schema, ob das die Polizistin war oder ob das andere Personen hier drin waren, sahen wirklich fast alle gleich aus und ich wusste manchmal nicht, um wen es eigentlich ging. Da musste man sich dann wirklich die Namen merken. Ja, also wie gesagt, ich finde es wirklich richtig klasse. Es hat, ich glaube, 400 Seiten. Muss ich noch mal kurz gucken. Ja, 394 Seiten. Und dann kommt noch so eine kleine, naja, so eine kleine Geschichte vom Autor selber. Jetzt so, wie er den Manga entwickelt hat, der kommt dann noch hinten dran. Dann sind wir ungefähr bei 400 Seiten. Und wie gesagt, mich hat total geflasht. Ich habe mir dann gleich den nächsten Manga bestellt. Wer Action mag, P18 natürlich, aber das erklärt sich, glaube ich, selber mit den Erklärungen, die ich gerade schon gegeben habe. Es gibt explizite Szenen, Action, aber eben es wird auch viel mit Humor gemacht. Wer so eine Mischung mag, sollte sich das unbedingt angucken. Ja, das war's für heute.